Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Nino und ihr schaut euch gerade Ninos Product Reviews an. Heute testen wir die Foscam R4M. Das Interessante bei dieser Kamera ist, dass sie einen neuen AI-Algorithm in sich hat. Also anders gesagt, es hat eine neue Funktion, eine verbesserte Funktion, wodurch menschliches Handeln erkannt wird und anderes Handeln meistens ignoriert wird. Und darunter ist zu verstehen Sachen wie Insekten, die zum Beispiel vor eurer Kamera fliegen. Ich hatte zum Beispiel den Fall mit einer Wespe, die mehrmals vor meiner Kamera geflogen ist und immer wieder hat sie die Kamera ausgelöst. Mit dieser Kamera hier hat das nicht, ist das nicht der Fall gewesen. Ich habe absichtlich ein bisschen getestet und ein paar kleinere Sachen vor der Kamera hin und her gehalten und gesehen, dass sie nicht auslöst, was sehr interessant war. Menschliches Handeln wird aber sehr schnell erkannt und sehr verlässlich erkannt, wodurch natürlich die Aufnahmen besser sind, da man nur die wichtigeren Sachen hat. Es ist natürlich keine Sache, die absolut perfekt funktioniert. Ab und zu werden kleinere Sachen immer wieder was auslösen, aber gar nicht so oft wie damals. Also ich habe mehrere solche Kameras getestet und muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit. Was zu beachten ist hier, ist, dass diese Kamera eine von drei verschiedenen Kameras mit dieser Technologie ist, nämlich die G4P und die G4EP. Diese Kameras, von denen ich gerade gesprochen habe, sind die Outdoor-Modelle. Also das sind die Kameras, die für draußen sind, die sind wasserdicht, haben dafür aber keinen Lautsprecher, kein Mikrofon, können sich nicht mehr bewegen, also schwenken und so weiter. Diese Kamera hat diese Funktion. Also sie ist zwar nicht wasserdicht, dafür ist aber ein Lautsprecher eingebaut, ein Mikrofon eingebaut, man kann sie bewegen und dadurch kann man zum Beispiel auch mit Leuten am anderen Ende reden. Man könnte jemanden fragen, was der da drin macht und ihn dadurch erschrecken. Natürlich kann die Kamera selbst auch piepsen und erschrecken, aber es ist halt eine Funktion, die man zusätzlich hat. Wenn man beachtet, ist hier auch eine Wi-Fi-Antenne vorhanden, was natürlich sehr wichtig ist. Die Kamera verbindet sich nämlich über Wi-Fi oder aber auch per Langkabel. Wir haben in der Packung eigentlich nur wenige Sachen und die sind da Standard. Wir haben ein Langkabel zur Einstellung der Kamera, wir haben einen Ständer da und das war es eigentlich auch. So, schauen wir uns die Software an und ich nutze immer gerne die Software im Browser, die verfügbar ist, da wir da mehr Funktionen haben als am Handy. Die Handy-Software an sich, also die Handy-App, ist sehr gut und sie hat die meisten Funktionen, aber hier ist einfach mehr drin und man kann es einfach leichter bedienen. Ich nutze eigentlich beide Sachen, aber wenn ich die Kamera einstelle, hauptsächlich zuerst der Browser. Wir haben die WDR-Funktion, das ist eine HDR-Funktion. Sie gibt uns leicht andere Farben. Diese sollen besser sein, aber es ist Geschmackssache. Ich mag es und lasse es an. Die NAA-Funktion oder Network Auto Adaptability ist eine Funktion, die der Kamera erlaubt, die Qualität der Aufnahmen und vielleicht habe ich mich ein bisschen falsch ausgedrückt, eher des Streams, weil die Kamera ja gleichzeitig auch streamt, wenn ihr zum Beispiel vom Handy schaut. Diese Qualität wird angepasst, sodass ihr nicht einfach schlechten Empfang habt mit der Kamera, weil 2K ist eine sehr hohe Auflösung und wenn ihr zum Beispiel mobiles Internet habt oder irgendwo im Ausland seid und eure Verbindung mit der Kamera ganz schlecht ist, dann wird es eher so aussehen, als würdet ihr euch Fotos anschauen und mit NAA an, diese Funktion da oben links, wird es angepasst. Der Stream wird zwar nicht so hochauflösend sein, aber er wird immer noch flüssig sein und das ist schon mal etwas, was man beachten sollte, etwas, was definitiv hilft. Ich bin hier aber sehr zufrieden mit meinem Internet und bin der Meinung, dass ich deswegen diese Funktion nicht brauche. Ich habe euch schon erzählt, dass die Kamera einen Lautsprecher und auch ein Mikrofon hat. Was noch interessant bei der Kamera ist, dass sie hinten auch eine Micro-SD-Karte in sich haben kann und die Aufnahmen auch drauf gespeichert werden können. Zusätzlich kann man auch direkt am PC speichern, auf ein FTP und so weiter. Und die Kamera bietet auch die Funktion, das älteste Video zu überschreiben. Was praktisch ist, denn zum Beispiel, wenn die Micro-SD-Karte voll ist, in älteren Fällen, das ist schon eine Weile nicht mehr her, aber es gibt solche Kameras immer noch, die nicht vom Foscam sind, zum Beispiel, die das nicht machen. Und da, wenn die Karte voll ist, dann wird nicht mehr aufgenommen. Bei Foscam ist das nicht so. Wenn die Karte voll ist, zum Beispiel, wird das älteste Video einfach überschrieben und einfach weiter aufgenommen, was sehr praktisch ist. Wir haben hier ansonsten bei den Einstellungen viele Menüs, die sehr standardmäßig sind. Nichts, was wir bisher noch nicht gesehen haben.
und es wird niemanden überraschen, insbesondere wenn ihr euch meine anderen Videos angesehen habt, werdet ihr viele dieser Funktionen kennen. Ich werde jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, weil es ja hauptsächlich ein Review ist und nicht irgendwie eine Einstellungseinleitung. Was aber wichtig ist hier zum Beispiel Sachen wie Mail-Settings, die ihr gesehen habt, da sollte man alles einstellen, damit man auch E-Mails bekommt mit Fotos zum Beispiel. Videos werden an einer E-Mail nicht angehängt, da diese E-Mail einfach gigantisch wird und keiner sowas will. Aber zum Beispiel, wenn sich was tut und aus irgendeinem Grund ihr am Handy nicht die Applikation habt, bekommt ihr immer noch eine Mail und könnt euch da ansehen, wer da drin ist anhand von 3-4 Fotos. Hier haben wir die verschiedenen Streams, die ich gerade einstelle, und ich empfehle immer den Mainstream oder den Hauptstream sozusagen immer maximal Auflösung zu machen mit den besten Einstellungen. Der Substream oder der Sekundärstream, dieser sollte mindere Qualität sein. Der Grund dafür ist, dass dieser ja dafür benutzt wird, um sich die Aufnahme anzuschauen oder direkt Live-Video anzuschauen, wenn man irgendwo ist, wie zum Beispiel im Ausland und kein so schnelles Internet hat und deswegen man nicht einfach zu viel Zeit verschwenden möchte, indem man Fotos sieht, mehr oder weniger. Motion Detection ist die wichtigste Einstellung. Hier können wir einstellen, wie oft die Kamera auslöst, wie lange sie nicht auslösen soll zwischen Auslösungen. Man kann zum Beispiel einstellen, an welchen Tagen das eingeschaltet ist oder so, wie ich es mache, einfach ständig anhaben. Es werden Fotos gemacht, es wird aufgezeichnet, die Kamera wird schreien, das PC kann schreien, wenn es an ist, gleichzeitig, und man bekommt E-Mails und so weiter, also am Handy Push-Notifikationen oder Benachrichtigungen. Einiges geht hier los und ich empfehle, dass ihr zumindest die Hälfte dieser Einstellungen habt, damit ihr auch sicher seid, dass ihr benachrichtigt wird, wenn was ist, denn dafür haben wir ja die Kameras. Was interessant ist bei Forcecam, dass man hier nicht besonders einstellen muss, wenn man vom außerhalb des heimischen Netzwerks auf der Kamera Zugriff haben möchte. Das ist auch sehr wichtig für den meisten Menschen, denn die kennen sich nicht so gut aus und die wissen nicht, wie man Router einstellt und so weiter, DNS. Das sagt den meisten meiner Zuschauer, von dem, was ich gelesen habe, gar nichts. Man kann hier einfach die Kamera kurz einstellen, auch sogar nur über der mobilen Applikation am Handy, und dann kann man von außerhalb des heimischen Netzwerks darauf zugreifen. Nachteil ist natürlich, man muss das alles nicht einstellen, weil es in diesem Fall automatisch über einen Forcecam-Server geht, und manche Menschen sagen sich, okay, das ist nicht mein eigener Server, dieser Server gehört der Firma, die könnten mich theoretisch beobachten. Ich muss euch sagen, Forcecam haben inzwischen Millionen von Kunden. Ich bin echt nicht der Meinung, dass Verbraucher wie Sie und ich vom Forcecam irgendwie beobachtet werden. Ich glaube das ehrlich nicht. Wer Bedenken hat, kann natürlich auch hier manuell selber alles einstellen. Aber wenn ihr so wie ich seid, dann nutzt ihr einfach diese Funktion. Sie ist bequem, sie ist leicht und ich habe keine Bedenken diesbezüglich. Aber wie gesagt, ich spreche es an, denn manche Menschen wollen das wissen. Vorhin habe ich eine Funktion kurz angeklickt, die hieß Pre-Record. Die ist sehr wichtig. Das Voraufnehmen, was wir hier haben, dabei handelt es sich um eine Funktion, die ständig ein paar Sekunden aufnimmt und überschreibt, und wenn was ausgelöst wird, werden diese paar Sekunden an der Aufzeichnung dazugehängt, sodass man zum Beispiel nicht am Anfang einfach sieht, wie die Tür offen ist und einer reinkommt, sondern zuerst ca. 5 Sekunden, bevor sich die Tür öffnet, schon mal alles sieht. Und dann sieht man, wie die Tür sich öffnet und jemand reinkommt. Also die Funktion ist sehr praktisch. Ihr seht auch, dass die Nachtsicht hier ziemlich gut ist. Man bemerkt, oben links sieht es ein bisschen, nicht nur oben, sondern eher in der linken Ecke, sieht es ein bisschen dunkler aus. Das liegt daran, dass der Weitwinkelobjektiv deutlich weiter ist als die Infrarotleuchten das beleuchten können. Das ist aber normal und das liegt daran, dass die Kamera einen sehr, sehr weiten Objektiv hat. Deswegen sieht alles verbogen aus. Eigentlich sitzt die Kamera sehr nahe dran hier an der Szene. Man sieht auch rechts vor meinem Schrank die Kamera. Das, was man hier links und rechts sieht, also zum Beispiel dieser weiße Schrank rechts, ist fast schon vor der, nicht vor, sondern hinter der Kamera. Also der weite Winkel ist sehr, sehr weit. Dadurch habe ich auch Verständnis dafür, dass natürlich nicht alles beleuchtet werden kann von der Kamera, aber für das, was die Kamera machen soll, insbesondere wenn man sie schlauer positioniert als ich hier, kann man definitiv sehr, sehr viel sehen und erkennen. Also ich finde die Nachtsicht top bei der Kamera. Insgesamt finde ich diese Kamera eine tolle Sache und jeder, der daran interessiert ist, kann sie auf Amazon kaufen zum Beispiel. Einen Link dazu werde ich in der Beschreibung eintragen und ihr könnt da klicken und euch die Kamera anschauen, wenn ihr wollt kaufen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Auf Wiedersehen.